Schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Und auch herzlich begrüße ich die, die zum ersten Mal jetzt hier auf die Ronneburg gekommen sind. Ich freue mich immer, wenn ich auch ein paar neue Gesichter sehe. Was bleibt mir übrig, als ein Co-Referat zu dem zu halten, was Marie-Louise dankenswerterweise schon so nahezu in vollkommener Art dargestellt hat. Sie hat mir vor allen Dingen weitgehend erspart, die Definitionen vorzutragen, was denn nun ein Handicap sei und was Charakter sei. Die Frage, ob Charakter in einer Wirtschaft, die im Wesentlichen durch Kämpfen, und zwar jetzt nicht durch Kämpfen im Sinne des spielerischen Kampfes, sondern eher durch Feindaggressivität bestimmt ist als durch Gegneraggressivität, ob in einem solchen Wirtschaftsraum, in dem der Wettbewerber als Feind gesehen wird und nicht als Gegner, Charakter ein Handicap ist oder keins, das werden wir uns überlegen müssen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn es im Wettbewerb auf Hauen und Stechen geht, wenn Wettbewerb letztlich meint, ich muss den anderen vernichten, also Vernichtungsaggressivität im Spiel ist, und nicht, ich will den anderen besiegen, dann wird Charakter unter Umständen ein Handicap, der siegen muss, wird sehr leicht frei werden von dem, was wir eben schon gehört haben, nämlich den Versuch, den ernsthaften Versuch nach moralisch oder ethisch verantworteten Werten sein Leben zu organisieren. Er wird sein Leben organisieren vom äußeren Erfolg her, von Anerkennung her, von finanziellem Besitz her. Und dann spielt dann, wenn diese Größen wichtiger werden als Charaktermerkmale, Charakter kaum mehr eine Rolle. Ob solche Menschen auf die Dauer Erfolg haben, das ist eine ganz andere Sache. Vorübergehend, die klassischen Sanierer, Sie kennen sie wahrscheinlich, ich will hier keine Namen nennen, um nicht ein Verfahren an den Hals zu bekommen, scheinen nicht gerade die Menschen zu sein, die am deutlichsten Charaktermerkmale im Sinne jetzt eines moralischen oder ethischen Verständnisses von Charakter zeigen. Wir kennen in der Betriebswirtschaftslehre den sogenannten Führungsbusen. Der hat zwei Maxima. Leider haben wir keinen Flipchart, sonst würde ich es Ihnen gerne aufmalen. Der eine kommt zustande dadurch, dass ich ein hohes Maß an Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern erzeuge und diese dann aus lauter Angst ein Maximum an innerbetrieblicher Wertschöpfung erbringen. Dieses zweite Maximum wird gerade auch von einigen Unternehmensberatungsfirmen bewusst angestrebt. Das erste Maximum liegt ganz woanders. Bei geringer Unzufriedenheit leisten Mitarbeiter sehr viel deutlich mehr. Und dazwischen gibt es dann, wie das so üblich ist, zwischen zwei Maxima ein Minimum. Ein Trog gleichsam, stellen sich so zwei Kurven vor, in dem die meisten Unternehmen sich leider befinden. Und ob hier Charakter von Bedeutung ist, weiß ich nicht. Charakter wird dann meistens zur Privatsache. Aber um das Maximum anzustreben, dass bei geringerer Ungeduld ein Optimum an wertschöpferischer Bereitschaft zur innerbetrieblichen Wertschöpfung bei den Mitarbeitern hervorruft, das setzt Charakter voraus. Denn Leute gehen nicht durchs Feuer, sind nicht bereit zu arbeiten, mehr zu leisten, wenn sie ihren Vorgesetzten nicht achten und akzeptieren. Und charakterlose Vorgesetzte können über Angst erhebliche Erfolge haben. Sie werden aber kaum Erfolge haben über Anerkennung, persönliche Anerkennung, durch die Aufnahme persönlicher Beziehungen, die das Fundament heute
jeden sinnvollen Wirtschaftens sind. Ich habe jetzt mal im Internet rumgesurft, ich habe dann einen eigenen Zugang mehr zu Bibliotheken verschafft. Im deutschen Sprachraum gibt es 3 Bücher über äußeres Beziehungsmanagement und kein einziges über inneres Beziehungsmanagement. Beziehungsmanagement meint, dass ich personale Beziehungen zum Unternehmensaußen da aufbaue, wo ich das Unternehmen nach außen hin vertrete. Das sind nicht nur die Außendienstmitarbeiter, sondern es gibt sehr viele Positionen, die nicht nur ins Unternehmen innen hineinwirken. Hier wird aber in allen 3 Büchern verstanden, die Beziehungsaufnahme, die persönliche Beziehungsaufnahme als rein funktionelle Beziehungsaufnahme, die mit Charakter nichts zu tun hat. Das ist eine reine Funktion. Wie nehme ich Beziehungen auf? Personale Beziehungen werden so mit Sicherheit nicht aufgebaut, sondern allenfalls Beziehungen, von denen sich die beteiligten Personen irgendwelchen Erfolg versprechen. Ähnliches gilt, und das in meines Erachtens noch höherer Wichtigkeit für das innere Beziehungsmanagement. Das heißt, dass der Vorgesetzte in der Lage sein muss, wenn es den wirklich erheblicheren und wichtigeren Gipfel in diesem Führungsbusen anstrebt, personale Beziehungen zu seinen Mitarbeitern aufzunehmen und jetzt nicht wieder funktionale, sondern personale Beziehungen. Das innere Beziehungsmanagement wird den Unternehmen immer häufiger wichtig. Auch Unternehmen, die in der Krise stecken, sollten bewusst auf das innere Beziehungsmanagement achten, denn zwar ist der Unternehmenserfolg vielleicht nicht genauso groß, als wenn die Mitarbeiter durch Angst motiviert das Letzte aus sich herauspowern, aber dieses Angstmaximum ist extrem labil. Nach wenigen Wochen oder Monaten gehen die Mitarbeiter in die innere oder äußere Kündigung oder es fällt wieder zurück in den Trog, in das Minimum, in den Bereich des Minimums, der zwischen diesen beiden maximal liegt. Ich will nun ein paar Worte, nachdem diese grundsätzliche Einführung geschehen ist, zu dem Wort Charakter noch sagen. Das Wesentliche ist schon gesagt worden, nämlich wir verstehen normalerweise umgangssprachlich die Bereitschaft nach Handlungsleiten, verantwortet übernommen, Handlungsleiten werden, sein Leben zu organisieren. Und das nicht nur in der Familie, sondern vor allen Dingen auch im Beruf. Neben diesem moralischen Charakterbegriff gibt es auch einen zweiten, nämlich den psychologischen. Und psychologisch versteht man unter Charakter eher die Prinzipientreue. Nicht? Die Treue zu bestimmten Regeln, das brauchen nicht unbedingt ethisch verantwortete Regeln zu sein. Das können Spielregeln sein, die Menschen miteinander vereinbart haben, wie man miteinander umgeht. Und endlich gibt es auch noch einen theologischen Begriff von Charakter, der historisch gesehen übrigens von Augustinus eingeführt worden ist. Das ist der sogenannte unauslöschliche Charakter, der das gesamte Mittelalter fast ausschließlich beschäftigt hat, wenn es von Charakter sprach. Der Charakter ist gleichsam ein Brandmal, ein Brandzeichen, ein Fragiss, das ähnlich wie Sie das aus den Wildwestfilmen kennen, das den Rindern aufgeprägt wird, um die Besitzverhältnisse klarzustellen. Und hier werden dann 3 Sakramente genannt, jedenfalls im katholischen Raum 3 Sakramente genannt, nämlich die Taufe, die Firmung und die Priesterweihe als solches Fragiss, nicht? Man bekommt in das Hinterteil der Seele so ein Brandmal eingeschlagen. In diesem Sinne verstehen die Theologen bis zum heutigen Tage in der Tradition nach Augustinus Charakter. Und so hat auch fast immer das Mittelalter Charakter verstanden. Unsere Definition, vorwiegend moralisch und weniger auch psychologisch im allgemeinen Umganggebrauch, stammt von einem unmittelbaren Aristoteles-Schüler von Theophrast. Der hat zum ersten Mal diesen Begriff in moralischer Qualität eingebracht. Und es ist merkwürdig, dass in der lateinischen Volkssprache dieser Begriff in ähnlicher Weise erhalten blieb
obwohl auch da schon so in Andeutungen die augustinische Lehre, also als typisches Merkmal eines Menschen, und zwar jetzt unabhängig davon, ob das ein gutes oder schlechtes ist, gebraucht worden ist, während in der lateinischen Hochsprache das Wort Charakter kein einziges Mal vorkommt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Charakter zu den wenigen Begriffen gehört, die nie übersetzt worden sind. Und wir im Deutschen haben tatsächlich einen Charakterbegriff, der in deutlicher Nähe der Definition des Theophrast steht. Nicht während im Englischen oder auch im Französischen der Begriff des Charakters einen eigenen Weg gegangen ist, von der Eigendynamik des Denkens und von der Eigendynamik auch der Sprache bestimmt. So sind wir, wenn wir historisch uns dem Thema nähern, im Besitz der größeren traditionellen Überlieferung. Was hat denn das Mittelalter nun anstelle des Charakters gesetzt? Das hat den Begriff Tugend dafür eingeführt. Und dieser Begriff Tugend, der auch noch bei Kant eine Rolle spielt, in der Metaphysik der Sitten kommt das Wort Charakter kein einziges Mal vor, ich habe es mir vorgestern eigentlich nochmal durchgeblättert, sondern dafür hunderte Mal das Wort Tugend. Das meint etwas sehr Ähnliches, obwohl die Tugenden dann aufgefächert werden, wie das, was wir heute als Summe von Tugenden unter Charakter bezeichnen. Das Wort Tugend ist dann in den Folgen des allgemeinen vordringenden säkularen Denkens dann in Verruf gekommen. Nicht? Leute, die tugendhaft sind oder behaupten, sie seien tugendhaft, sind meist genau das Gegenteil. Nicht? Das sind dann, weiß ich, die Leute, die zwar sonntags in die Kirche gehen, aber sich ansonsten benehmen wie, ich will nicht sagen Ferkel. Mein Sohn hat mir dringend geraten, diesen Vortrag zu beginnen mit dem Wort, man muss ein Schwein sein in dieser Welt. Ich habe es mit Absicht, also ich kenne den Schlager ja wahrscheinlich alle. Man muss ein Schwein sein in dieser Welt, ist ja nun doch, ich habe es mit Absicht nicht an den Anfang gestellt, sondern bringe das mal so mittendrin, weil sie ja dann sonst fast in Ohnmacht gefallen wären, vermutlich, wenn ich gleich mal gesagt hätte, man muss ein Schwein sein in dieser Welt. Aber es gibt solche Menschen, die, ich möchte jetzt diese Tiere nicht beleidigen, einen Charakter haben, der in der Nähe dieser Tiere zu liegen scheint, wenn man unter den Tieren jetzt nicht die realen Tiere versteht, sondern die Tiere, die Konstrukte, die wir uns von diesen Tieren machen. Ich nicht mehr ferner als die armen Schweine zu beleidigen. Und zu behaupten, dass manche Manager Schweine seien und auf diese Weise dann diese Tiere beleidigen würde. Ich will jetzt nun einige Merkmale aufzählen, die meines Erachtens deutlich machen, dass Charakterdefekte zumindest, wenn sogar fehlender Charakter vorliegt. Der Hauptgrund, den haben wir eben schon gehört, wann Charakter und warum Charakterdefekte vorliegen, ist sicher der weitgehende Werteverfall, wenn man es so will. Die Interessen haben sich entsozialisiert, die Bedürfnisse haben sich entsozialisiert, die Wertvorstellungen haben sich entsozialisiert. Alles dieses ist in die Entsozialisation gegangen und hin auf den Egoismus. Was für Symptome zeigen Menschen mit Charakterdefekten? Ein klassisches Symptom ist zeigt der sogenannte Systemagent. Was ist ein Systemagent? Das ist der Mensch, der die Interessen des Systems vertritt, ohne seine eigenen Wertordnungen und Wertvorstellungen hineinzubringen in das Vertreten von Interessen.
Natürlich sind wir alle verpflichtet, ob das System, das soziale System unserer Familie ist oder ein Unternehmen ist oder eine Partei ist oder eine Gewerkschaft ist oder was auch immer, ein Verbund von Menschen ist, die Interessen dieses Systems zu vertreten. Aber nicht unkritisch, sondern kritisch gebrochen an unseren eigenen handlungsleitenden Werten. Und wenn wir dauerhaft genötigt werden, die eigenen handlungsleitenden Werte zu verraten, dann ist es besser, denke ich, so würde jedenfalls ein charakterstarker Mensch entscheiden, das System zu verlassen. Systemagenten haben ihre große Zeit immer in Krisenzeiten, in ökonomisch, politischen, sozialen, kulturellen Krisenzeiten. Das kann von Präsidenten, nicht der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, den nehme ich jetzt hier mal bewusst aus, das kann von Präsidenten hin bis zu Päpsten gehen, nicht? Und das kann von Schülern hin bis zu Professoren gehen, dass sie ausschließlich versuchen, Systeme zu vertreten und in ihrem System möglichst anerkannt zu werden, Erfolg zu haben, befördert zu werden, Karriere zu machen. Und es ist die Frage, in wie muss ein soziales System aussehen, damit die Karrieremacher auch wirklich Karriere machen, also die, die Karriere machen wollen, auch wirklich Karriere machen. Und die bereit sind, auf das Niveau des Systemagenten zu degenerieren und damit ein Leben aus zweiter Hand zu leben, nämlich das Leben des Systems zu leben, nicht ihr eigenes. Nicht? Was muss in solchen Menschen vorgehen, die bereit sind, ihr Leben zu opfern, einem System zu opfern? Ich kenne nur eine Motivation, nämlich den Geist des Habens, vom Geist des Habens besessen zu werden, von dem ich hier in diesem Raum schon mehrmals habe sprechen dürfen, müssen, sollen. Wenn ich von irgendetwas gehabt werde, vom Geist des Erfolges besessen bin, nicht Erfolg habe, sondern davon besessen bin, wenn ich Macht, Einfluss als selbstwertige Größen betrachte und nicht Größen, die mir helfen, in diesem Einfluss, in diesem Macht, in diesem Ansehen, Menschen und mich selbst weiter voranzubringen. Wenn ich die Sache also egoistisch sehe, dann denke ich, ist die Charakterlosigkeit vorgegeben und ich bezweifle, dass auf die Dauer, bitte nicht über die Methode der Angst, da wird ein solcher Mensch Erfolg haben können, aber auf die Dauer wird der Systemagent keinen Erfolg haben können, weil er unfähig ist zur wirklichen Aufnahme personaler Beziehungen im Unternehmen und auch an der Peripherie des Unternehmens mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern, der politischen Umwelt und was so alles wichtig ist an der Peripherie, an der Außenwelt des Unternehmens. Ein zweites, auch heute häufiges Merkmal der Charakterlosigkeit ist der zum Teil maßlose Egoismus. Nicht ein Egoist ist ein Mensch, der in allem nur letztlich sich selbst sucht und den Nutzen anderer nur insoweit gelten lässt, als dieser Fremdnutzen ihm dann letztlich über eine Schleife wieder selbst nutzt. Auch dieser Egoismus ist in einer wertlosen Zeit, wo Altruismus als Schwäche gilt, weit verbreitet. Es geht dahin bis zu den extremsten Formen, die wir in der Psychologie kennen oder in der Psychopathologie kennen, im Egoismus, hin bis zur narzisstischen Neurose. Sie kennen wahrscheinlich alle Menschen, denen es primär auf ihre Selbstdarstellung ankommt. Und wenn man mit ihnen redet, dann hört man nur von Erfolgen und von verdientem Geld und von Anerkennung reden. Wir sprechen dann in der Psychopathologie von narzisstischer Neurose. Das ist die Menge der narzisstischen Neurotiker, das gehört zu den Charakterneurosen. Die Menge der narzisstischen Neurotiker nimmt deutlich zu, auch gerade in den Führungsetagen von Unternehmen. Ich bin in manchen Unternehmen Aufsichtsrat oder Vorsitzender des Aufsichtsrats und ich bemühe mich, insofern ich an die Personalpolitik Einfluss habe,
dafür zu sorgen, dass solche Leute nicht in Führungsspitzen kommen. Ein drittes Element, auch da gibt es in Betrieben eine ganze Menge, wenn man einmal rumschaut, vor allen Dingen auf der zweiten Stufe, von Charakterlosigkeit ist die Feigheit. Es gibt unglaublich viele Feiglinge, die nicht in der Lage sind und nicht fähig sind, primäre Tugenden zu realisieren, als da sind. Die Fähigkeit, notwendige Konflikte auch durchzustehen, also die Konfliktfähigkeit erstens, die zweitens nicht bereit sind und fähig sind, gegen Normen zu verstoßen, wenn das Ziel der gegebenen Normen ein anderes war, sondern im Ungehorsam gegen die bestehende Norm, das von der Norm eigentlich erwartete Ziel zu erreichen. Wir nennen das Epikeia bei Aristoteles, eine Untertugend der Tapferkeit. Und die drittens auch jeden Anflug, auch nur von Zivilcourage, vermissen lassen. Zivilcourage meint seine eigene Meinung, wenn man sie begründen kann, auch dann äußern, wenn sie der Meinung der vielen entgegensteht. Es gibt nur wenige Menschen, die keine Feiglinge sind, in hohen Führungspositionen in Wirtschaft und Politik. Karrieremacher sind nicht selten, bis hin zu den, nicht gerade zu der Vorstandsebene, aber auf den unteren Ebenen hin bis zum, sagen wir, Abteilungsleiter oder Werksleiter sind nicht selten Feiglinge, die nicht bereit sind, ihrem Vorstand oder ihrem Vorgesetzten, wenn sie eine abweichende Meinung haben, die auch klar und deutlich und begründet zu sagen. Dann gibt es endlich die Kriecher, die kennen Sie auch alle. Nicht, Leute, unter Kriechern versteht man Menschen, die bereit sind, ihre eigenen Ideale aufzugeben und die ihre eigenen, wenn sie überhaupt mal je welche hatten, und dann versuchen, es allen recht zu machen, allen lieb Kind zu sein und versuchen dann auf diese Weise Karriere zu machen. Auch das findet man im unteren, mittleren, ja auch im höheren Management, in Politik und in Wirtschaft vor allen Dingen nicht selten. Kriecher. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Ich will nur noch einen nennen, nämlich den Ausbeuter. Es gibt Menschen, die andere Menschen nicht finanziell, darum geht es nicht, sondern emotional und sozial systematisch ausbeuten, auch im Unternehmen. Die ihren Einfluss bewusst einsetzen, um sich Vorteile zu verschaffen, dadurch, dass sie die sozialen Begabungen und die emotionalen Begabungen von Menschen aus rein egoistischen Gründen auszubeuten versuchen. Leider gelingt das nicht selten. Wir haben eine ganze Reihe jetzt von Merkmalen kennengelernt, die alle eins miteinander verbindet, nämlich alle Menschen der genannten Kategorie sind charakterlos, sind über Angstmotivationen erfolgreich, sehr oft im Unternehmen, auch in Politik, sind, aber führen alle ein Leben aus zweiter Hand. Sie leben nicht ihr Leben, sondern das Leben, das ihnen irgendwelche sozialen, politischen, ökonomischen Vorgaben aufzwingen oder aufzuzwingen scheinen. Nicht, dass das in einer Welt, in der Shareholder Value in dem Sinne, wie das jedenfalls anfangs in der Bundesrepublik von einigen Aufsichtsrats, von einigen Vorstandsvorsitzenden oder Sprecher der Vorstände genannt worden ist, nämlich die Verbesserung des Bilanzgewinnes, dass in diesem Sinne Shareholder Value natürlich Menschen dazu verführt, ein Leben aus zweiter Hand zu leben, nämlich das Leben, das die Shareholders wünschen, dass es gelebt werde. Nicht? Und deshalb findet man gerade unter den Vertretern dieser deutschen Variante der Shareholder Value nicht selten Menschen, die zu der eben genannten, eine der eben genannten Kategorien durchaus erfüllen. Hier finden wir offensichtlich, wie Marie-Louise schon gesagt hat, einen Defekt im moralischen
Bereich. Ein Defekt, der fast zwingend ist, wenn jemand sich nicht dazu aufraffen kann, in dieser nicht mehr über kollektive Wertüberzeugungen regulierten Welt individuelle Wertüberzeugungen, sittlich verantwortete individuelle Wertüberzeugungen zu realisieren. Das Fehlen einer allgemeinen akzeptierten Moral ist sicher eines der Gründe für die verbreitete Charakterlosigkeit, und zwar zum Teil sogar erfolgreiche Charakterlosigkeit, die sich heute in vielen Lebensbereichen deutlich macht. Diese Charakterlosigkeit neigt in spezifischer Weise, wie eingangs schon gesagt, zur Vernichtungsaggressivität, also zur sogenannten Feindaggressivität. Den anderen will ich vernichten, sei es den Wettbewerber im Unternehmen, sei es den Wettbewerber in der Partei, sei es die andere Partei, sei es ein anderes Unternehmen, mit dem ich in Wettbewerb stehe. Wir dürfen ja nicht nur es gibt ja nicht nur interpersonalen, sondern auch intersystemischen Wettbewerb. Nicht? Hier wird ein charakterlich strukturierter Mensch, wenn der Wettbewerber sich nicht sozial unverträglich verhält, den gilt es sicher zu bekämpfen, so weit zu bekämpfen, bis die Sozialunverträglichkeit beseitigt und behoben ist. Und hier darf man sicher auch Sieg anstreben. Aber sonst kommt es darauf an, in allen anderen Fällen nicht zu siegen, sondern zu gewinnen. Und gewinnen meint nicht nur ein Spiel gewinnen, sondern auch einen Menschen gewinnen. Wenn ich Schach spiele, dann will ich selbstverständlich das Spiel gewinnen. Wenn Fußball gespielt wird, dann wollen alle das Spiel gewinnen. Wenn sie es nicht gewinnen wollen, werden sie Spielverderber. Charakter und gewinnen wollen widersprechen sich in keiner Weise. Und hier liegt die Stärke des Charakters. Er will im Spiel gewinnen. Ein Charakter, der nicht im Spiel gewinnen will, der ist sehr oft in dieser multioptionalen Welt entweder in die Desorientierung abgeglitten oder in eine Nulloption, er tut nichts oder er ist völlig desorientiert. Sodass also gerade in dieser Zeit, in der uns so viele Optionen offenstehen, in der Freizeitgestaltung, in der Partnerschaftsgestaltung, in der Berufsgestaltung und so weiter und so weiter, so viele Optionen offenstehen, dass wir in dieser Zeit dann durchaus mit Charakter gewinnen wollen müssen. Wir müssen gewinnen, das Spiel gewinnen. Wettbewerb ist ein Spiel, das müssen wir gewinnen zwischen Parteien, zwischen Unternehmen, zwischen Schülern, zwischen Studenten. Da sollte man gewinnen wollen, aber auf keinen Fall den anderen besiegen. Gewinnen bedeutet dann nämlich auch einen Menschen gewinnen. Das ist dann innere und äußeres Beziehungsmanagement im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn ich einen Menschen gewinne, habe ich mehr gewonnen, als ich je durch einen Sieg gewinnen könnte. Was sind nun die Merkmale eines Menschen mit Charakter, der in dieser Welt, die mittlerweile, wie schon mehrmals gesagt, wertlos geworden ist, uns nicht mehr kollektive Wertvorgaben macht, siegen, gewinnen kann? Ich glaube, es gibt eine großartige Macht des Charakters über die Charakterlosigkeit, über die Charakterschwäche. Eben das erstens die Bereitschaft und die Fähigkeit, sein Leben aus erster Hand zu gestalten, das einen Menschen, jedem Menschen überlegen macht, menschlich und auch oft fachlich überlegen macht, der ein Leben aus zweiter Hand lebt. Zweitens ist Charakter auch immer Ausdruck von Sittlichkeit. Sittlichkeit orientiert einen Menschen und ein orientierter Mensch ist auf die Dauer einem desorientierten oder eine Nulloption gewählt habenden Menschen überlegen. Auch im Führen.
Und endlich und drittens ist Charakter und alle Merkmale, die noch aufzuzählen sind, Ausdruck Freiheit, personaler Freiheit. Freiheit definiert als die Fähigkeit und Bereitschaft, selbstverantwortet sein Leben zu gestalten und die Verantwortung für das Gelingen des Lebens näher an andere zu delegieren. Nicht an soziale Systeme gleich welcher Art. Und hier nennt Aristoteles als Erste, ich habe Ihnen schon gesagt, das Mittelalter sprach von Tugenden, Aristoteles sprach auch noch von eher von Tugenden, das Wort Charakter in unserem Sinne, wie gesagt, kommt erst von einem seiner Schüler, von Theophrast. Die erste Tugend, die Aristoteles überhaupt kennt, also das erste Charaktermerkmal, das er überhaupt kennt und nennt, ist die Tapferkeit. Die Tapferkeit, die sich etwa darin ausdrückt, dass jemand primär Tugenden anlebt und realisiert, über Epikie, Zivilcourage bis hin zur Konfliktfähigkeit, denn wohlwissend, dass die sekundären Tugenden, die so sehr von den Charakterlosen gelobt und gelebt werden, wie Sauberkeit, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Fleiß und so etwas, das sind alles Sekundärtugenden, die nicht in sich schlecht sind, aber die nur dann ihr Vorzeichen bekommen, dadurch, dass primäre Tugenden gelebt werden. Sonst haben sie können sie auch ein negatives Vorzeichen bekommen, siehe Nationalsozialismus, der die sekundären Tugenden äußerst kultiviert hat und damit viele Bürger auf seinen Leim gelockt hat. Nein, primäre Tugenden sind die Voraussetzung, damit sekundäre Tugenden in sich und an sich wertvoll werden. Tapferkeit kann durchaus mit Angst verbunden sein. Tapferkeit heißt keineswegs Angstfreiheit. Sie kennen wahrscheinlich diese Episode von dem General, der mal vorne an der Front die Truppen besucht und dann voll ins Gewehr- und Granatfeuer gerät und der Gefreite, der ihn da geführt, sieht den General an, der da schlottert vor Angst und fragt ihn: Herr General, haben doch wohl keine Angst? Daraufhin sagt er: Wenn Sie so viel Angst hätten wie ich, dann ständen Sie nicht mehr hier. Wer ist tapferer von beiden? Natürlich der General. Tapferkeit hat nichts mit Verwegenheit zu tun. Tapferkeit hat nichts damit zu tun, dass man sich in eine Schlacht hineinstürzt, wie das in Bayern gelegentlich vorkommen soll, wenn zwei oder drei raufen, dass man fragen muss, ist das eine Privatrauferei oder kann man hier mitmachen? Das hat also nichts mit Tapferkeit zu tun. Sondern ich möchte mich gerade bei den Bayern unter Ihnen höflichst entschuldigen. Es kann so in Bayern vorkommen. Ich will nicht behaupten, dass es immer so in Bayern vorkäme. Also Tapferkeit ist nicht Tollkühnheit. Tapferkeit ist auch noch nicht mal Verwegenheit. Sondern tapfer ist der Mensch, der, obwohl er Angst hat, das tut, was er für richtig hält. Und ein tapferer Mensch kann alle Feiglinge in dieser Welt besiegen. Ein anderes Moment, das typisch ist für ein Leben aus erster Hand, also für den Menschen mit Charakter, ist die Fähigkeit zur Weisheit. Über die Weisheit habe ich hier nun eigens einmal schon gesprochen. Die Weisheit meint Lebenswissen, das korrigierend und strategisch Erfahrungswissen und gelerntes Wissen, also Sachwissen, orientiert. Dieses Lebenswissen findet sich bei charakterlosen Menschen so gut wie nie. Wissen, was Leben heißt, kann ein Mensch kaum entwickeln, der ein Leben aus zweiter Hand lebt. Oder er müsste sehr bald an sich selbst und seiner Situation verzweifeln. Nun, ich will jetzt nicht länger über Weisheit reden, weil ich mich sonst
maßlos wiederholen müsste. Ein anderes Merkmal, das wichtig ist für einen charaktervollen Menschen, ist die Toleranz. Wir unterscheiden hier im Bereich der Toleranz zwei Formen. Nicht? Der charakterlose Mensch ist meist sehr intolerant. Er lässt fremde Meinungen nicht gegen seine gelten. Sein Egoismus geht bis zur Arroganz. Da habe ich immer meine Schwierigkeiten. Ich kann mit allen Menschen umgehen. Mit Dummen kann ich umgehen, mit Arroganten kann ich umgehen. Leider verbindet sich das bei manchen Menschen. Dann fällt es mir sehr schwer, da einen Weg Zugang zu solchen Menschen zu finden. Wenn Dummheit und Arroganz zusammengehen. Und Arroganz, das wäre auch so ein Merkmal eines Menschen, der aus lauter Ich-Schwäche einen Panzer um sich herauf aufbaut, ein Selbstideal aufbaut, dem er nicht genügen kann und niemals auch genügen wird und der deshalb mit einem Ehrgeiz ausgestattet alles, was sich ihm entgegenstellt, niederwalzt. Ein solcher Mensch kann nicht tolerant sein. Tolerant hat zwei Aspekte. Erstens die sogenannte Meinungstoleranz, die von Sokrates, des Platon, entwickelt worden ist. Damit ist gemeint, dass ich die Meinung des anderen als der meinen gleichberechtigt ansehe, nicht gleichwertig, gleichberechtigt ansehe, solange sie sich nicht in unverträglichem Handeln oder Einstellungen, die zum Handeln führen könnten, vorstellt. Gleichwertig natürlich setzt Toleranz nicht voraus, Meinungen voraus als gleichwertig. Ich habe selbstverständlich das Recht, meine Überzeugungen für wertiger zu halten als die des eines anderen Menschen, denn ich organisiere ja mein Leben nach dieser Wertigkeit. Darauf beruht mein Leben, da baue ich es drauf auf. Mein ökonomisches, politisches, soziales, kulturelles, privates Leben baut auf meinen Wertigkeiten auf. Auf meinen Überzeugungen, denen ich eine stärkere Wertigkeit zugeben muss, als in Wertigkeiten anderer Menschen. Aber die Gleichberechtigung ist damit nicht und darf damit nicht in Frage gestellt werden. Jeder Missionarismus ist meines Erachtens falsch, weil er in Intoleranz, in Meinungsintoleranz gründet. Und ist eines eigentlich dessen, was mich am meisten an der konkreten ekklesialen Verfassung stört, nicht bitte am Christentum. Denn Jesus war der toleranteste Mensch, den ich je kennengelernt habe, wenn man den Heiligen Schriften folgt. Die Stellen, an denen er intolerant war, beim Austreiben der Händler aus dem Tempel und bei der Verfluchung der Pharisäer, das sind nachweisbar spätere Einfügungen, die bewusst antijüdischen Charakter hatten. Oder sagen wir antipharisäischen Charakter hatten. Christus war nicht antisemitisch eingestellt, sondern eher das Gegenteil. Sonst hätte er nicht ausschließlich Semiten zu seinen Aposteln gemacht. Ja? Erst die sahen sich dann genötigt, auch Griechen als Nachfolger zu bestellen. Die waren zwar Diakone und galten dann für die Heidenchristen als Episkopoi, als Bischöfe. Neben dieser Meinungstoleranz gibt es eine personale Toleranz, die für einen Christen noch wichtiger ist. Personale Toleranz meint, das Anderssein des anderen zu akzeptieren, solange wie dieses Anderssein sich nicht sozial unverträglich vorstellt. Und Sie können sich wohl vorstellen, dass ein Mensch, der das Anderssein des anderen im Unternehmen akzeptiert, sagt natürlich nicht, dass jeder für jeden Posten geeignet ist, dass der aber das Anderssein des anderen akzeptiert, für ihn, für diesen Menschen am optimal eine Stelle finden wird, wo er das Beste zur eigenen Entfaltung und für das Unternehmen leisten kann. Warum auch hier wieder mein Affront gegen konkrete Formen der Kirchlichkeit? Ich sehe in diesen konkreten Formen der Kirchlichkeit sehr häufig eine mangelnde Bereitschaft, das Anderssein des anderen, das Andersglauben des anderen oder Andersglauben des anderen, als der eigenen Position gleichberechtigt zu akzeptieren.
Eine Kirche aber, die in Teilen zumindest intolerant geworden ist, ist auch unfähig geworden zu lieben, die christliche Nächstenliebe zu realisieren. Das ist sicher nicht eine Aufgabe des Charakters, immer schon unmittelbar jeden Menschen lieben zu können. Wir haben alle das Recht, einige Menschen abzulehnen, die uns unsympathisch sind, genauso wie einige Menschen auf dieser Welt das Recht haben, mich oder uns abzulehnen, weil wir ihnen unsympathisch sind. Das ist ein gutes Recht, ja? Menschenrecht. Weil eine Conditio humana, eine Bedingung, unter der allein Menschsein möglich ist. Aber das ist noch kein Widerspruch zur Toleranz. Und darf auch keiner werden. Antipathie darf nicht in Intoleranz enden, denn sonst wird sie sozial störend, sozial unverträglich. Und führt dann auch wieder, wie jede Intoleranz, zu einem Leben aus zweiter Hand. In dem Augenblick, wo ich intolerant werde, bestimmt der, dem gegenüber ich meine Intoleranz zeige oder lebe oder auch nur denke dazu, dass ich von seinem Verhalten her mein Leben weitgehend definiere. Das ist das große Rätsel des Hasses. Nämlich, dass der Hassende sich selbst sehr viel mehr bestraft als den er hasst. Und trotzdem gibt es Menschen, die die Charakterlosigkeit des Hassens geradezu kultivieren. Ähnlich also auch mit der Intoleranz. Ich kann siegen mit Geduld. Ich kann siegen mit Toleranz, selbstverständlich, das ist ganz offensichtlich, dass der tolerant ist, den ersten Gipfel, von dem ich eben sprach, das erste Maximum im Unternehmen, das stabile Maximum im Unternehmen, sehr viel sicherer erreichen wird, als der über Angst versucht, seine Mitarbeiter zu motivieren, den Unternehmensertrag zu optimieren. Die Geduld, aber auch das ist ein wichtiges Kampfmittel oder Spielmittel, wenn Sie so wollen. Also ich will ja gewinnen und nicht siegen. In der Geduld zeigt sich ein wichtiges Charaktermerkmal, wenn Geduld bedeutet, dass ich geduldig auch mit mir selbst den einmal als richtig erkannten Weg gehe. Die Geduld mit sich selbst ist die Voraussetzung für jede andere Geduld, die Geduld mit anderen oder die Geduld mit Systemen. Wenn ich für mich selbst ungeduldig bin und sage, mein Selbst real, also das, was in mir an Möglichkeiten steckt, dass meine Freiheit mir an Möglichkeiten vorgibt, das habe ich immer noch nicht erreicht und dann ungeduldig werde, dann ist sicher die Geduld eine noch zu lernende Tugend. Die Ungeduld mit sich führt leicht zur Ungeduld mit anderen. Menschen, die nicht mehr warten können, Menschen, die nicht mehr erwarten können, sondern nur noch abwarten, dass etwas geschieht, sind ungeduldig. In der Meditation versuche ich immer, mehr als die Hälfte von Ihnen hat sich ja bei mir schon mal einen Aufbaukurs gemacht und hat meditieren gelernt, dann werden Sie wissen, dass im Meditieren, im Erwerb aktiver Passivität und passiver Aktivität in dieser Welt, die voller aktiver Aktivität ist und deshalb diese Menschen, die diese aktiven Aktivität ausgeliefert haben, hilflos ausgeliefert haben, weil sie nie passive Aktivität gelernt haben, dass diese Menschen, die ja hilflos dieser aktiven Aktivität ausgeliefert sind, wieder beginnen, ein Leben aus zweiter Hand zu leben, nämlich das, was von ihnen gefordert wird, zu tun und nicht das, was sie für richtig halten, zu tun. Diese aktive Passivität zu lernen, ist ein wichtiger Aspekt des Geduldhabens, Geduldigseins. Geduldig sein bedeutet abwarten können, erwarten können und nicht ungeduldig warten auf. Ich erwarte etwas. Nicht, wenn bei mir ein Patient, der für 12 Uhr, sagen wir mal, angemeldet ist, um 10 nach 12 noch nicht gekommen ist,
dann erwarte ich ihn und warte nicht auf ihn. Ich erwarte ihn. Erwarten ist eine positive emotionale Einstellung. Das Warten auf eine negative. Ungeduld ist negativ. Wer warten kann und nicht alles sofort haben will in einer Art primärprozesslichen Ablauf, alles, was ich sehe, muss ich auch haben, wenn ich es nicht sofort bekomme, ist es nichts mehr wert. Menschen, die in diesem Sinne warten gelernt haben, werden auch im Unternehmen mehr Erfolg haben als solche, die in primärprozesslicher Lebensorganisation immer das gerade wollen, was ihnen durch den Kopf geht. Die Hilfsbereitschaft ist ein weiterer Aspekt des Charakters, immer jetzt im moralischen Sinn verstanden. Hilfsbereit heißt nicht, überall helfen zu müssen, wo Hilfe angefragt wird. Ich habe etwa das Zehnfache an Anfragen zum Coaching und zur Therapie, als ich realisieren kann. Es geht einfach nicht, ich gehe sonst vor die Hunde. Und ich muss Nein sagen. Also Hilfsbereitschaft sagt nicht, Ja sagen zu müssen. Sagt nicht einmal, helfen zu müssen, sondern sagt, ich bin bereit zu helfen, wo ich helfen kann und wo meine Zeit und meine Kraft es erlaubt. Aber ich bin auch bereit, Hilfe gegen mich gelten zu lassen. Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Hilfe zu bitten, wenn ich diese Hilflosigkeit nicht auch mit meiner Hilffähigkeit verbinde, denn wir sind ja nicht nur alle hilfsbereit, sondern auch hilflose Menschen. Ich kriege manchmal Protest, wenn ich sage, nehmen Sie es bitte jetzt nicht ganz so tragisch, dass wir alle arme kleine Würstchen sind und dass es nichts Lächerlicheres auf dieser Welt gibt als ein armes kleines Würstchen im Zustand der Dauererektion. Nicht? Das heißt also, Menschen, die nicht oder kaum in der Lage sind, Hilfe anzunehmen, sondern die zwar bereit sind zu helfen, aber nicht Hilfe auch gegen sich gelten lassen. Das müssen wir auch unter Umständen lernen. Das gehört auch dazu im Unternehmen, dass ich mir auch helfen lasse, auch von Mitarbeitern helfen lasse oder auch von Vorgesetzten helfen lasse. Und nicht nur, wo ich auch immer Hilflosigkeit sehe, mich wie ein Schlachttross in den Kampf stürze, und Hilfe leiste. Ja? Das ist also nicht die Hilfsbereitschaft, die hier gemeint ist. Das Letzte ist wieder ein Leben aus zweiter Hand. Das heißt, ich muss helfen, ich stehe wieder unter Zwängen. Ich werde von der Hilflosigkeit anderer gelebt. Die hilflosen Helfer ist ein bekannter Titel. Auch das ist kein Zeichen von Charakterstärke, ein hilfloser Helfer zu sein. Ich glaube auch, dass ein Mensch, der vertrauen kann in einem Unternehmen, sehr viel bessere Chancen hat, als der, der prinzipiell durch Misstrauen genötigt, versucht permanent neue Weisungen zu erlassen, permanent alle Arbeit zu kontrollieren und möglichst vieles über seinen Schreibtisch gehen lässt, bis hin zu der Tatsache, dass er noch nicht mal die Sekretärin die Briefe öffnen lässt, sondern die alle selbst erstmal öffnet. Denn wer weiß, was die Sekretärin unter Umständen alles unterschlagen könnte, lesen könnte und so weiter und so weiter. Solche Menschen, die nicht vertrauen können, haben meistens eine Schädigung in früher Kindheit erfahren. Sie haben kein Urvertrauen gelernt, kein elementares Vertrauen zunächst einmal in sich, in andere Menschen, in diese Welt, auch so, wie sie sich konkret, in konkreter Verfasstheit nicht im besten Zustand darstellt, die nicht in der Lage sind, einmal zu vertrauen. Ich vertraue zum Beispiel, dass der Euro nicht schief geht, obwohl ich massive Bedenken dagegen habe, aber ich vertraue einmal. Wenn ich nicht auch gegen meine Bedenken vertrauen kann, dann glaube ich, bin ich auch nicht geeignet zum Führen. Ich muss also schon starke Bedenken haben, die mein Vertrauen in andere Menschen, in Situationen, in mich selbst in Frage stellen. Es müssen sehr vernünftige und schwerwiegende Gründe sein, zu misstrauen. Nun,
Nun, es gibt eine ganze Reihe von weiteren positiven Merkmalen, die mit dem positiven Charakter verbunden sind. Vor allen Dingen die beiden Mutgrößen, die sogenannte Großmut und die sogenannte Demut. Zu beiden gehört sehr viel Mut und nicht umsonst hat sie auch die mittelalterliche Tugendlehre in der Folge zu Aristoteles, jedenfalls die Aristoteliker, unter den mittelalterlichen Philosophen, haben sie unter die Tapferkeit gestellt. Die Demut und die Großmut. Die Großmut, was das ist, brauche ich hier nicht zu entfalten. Das ist die Freiheit und auch die Fähigkeit, nicht an irgendwelchen Dingen zu haften, sondern auch mal von sich selbst etwas herzugeben. Die Großmut widerspricht insoweit dem Egoismus. Die Großmut, dass ich auch Menschen Fehler verzeihen kann, dass ich entschuldigen kann, dass ich nicht gleich als erstes an Strafe denke, wenn ich Fehlversagen bei Menschen entdecke, sondern in Großmut diese Dinge, die ich selbst für falsch halte, mittrage und vielleicht sogar auch ertrage. Viel wichtiger scheint mir die Demut zu sein. Die fehlt heute nämlich in erschreckendem Maße in Politik und in Ökonomie und selbst im privaten Bereich der Familien. Die Demut. Das Wort Demut ist leider durch den schwäbischen Pietismus etwas in Verruf geraten, weil es meint, sich selbst klein machen. Das meint das Wort Demut gar nicht. Das ursprüngliche Wort Demut heißt, sich selbst so annehmen, wie man ist. Das soll nicht heißen, dass man auch da in diesem Zustand bleiben sollte, sondern dass man das, was zu verändern und zu verbessern ist, auch ernsthaft versucht zu verändern und zu verbessern. Demut heißt, sich selbst auch mit seinen Fehlern zu akzeptieren und nicht sich von seinem Idealbild her selbst zu bestimmen, sondern von seiner Realität, von seiner Selbstrealität, von seinem Selbstreal, wie in der Psychologensprache häufig verkürzend gesagt wird. Diese Definition vom Selbstreal, das meint Demut. Und unser Leben kann nur glücken, wenn wir demütige Menschen sind. Das heißt, wenn wir das versuchen zu realisieren, das, was wir tatsächlich sind und das nicht, was unser Ideal von uns selbst, das nie einholbar ist, uns anzustreben vorgibt. Die Demut ist verbunden sicher auch mit Bescheidenheit. Nicht sich zu erheben über andere Menschen. Die Demut ist sicher auch, nicht was habe ich mich denn auch zu erheben über andere Menschen, wenn ich mich selbst in der eigenen Schwachheit auch akzeptiert habe, warum soll ich dann andere Menschen ihrer Schwachheit nicht auch akzeptieren, warum soll ich mich über sie erheben? Zur Demut gehört auch eine gewisse Anspruchslosigkeit. Auch da liegt manches im Argen. Fast alle Menschen wollen das, was sie auch haben können, unschwer haben können, auch haben. Warum fällt es uns heute so schwer, auf das, was wir haben können, freiwillig zu verzichten? Zu sagen, nein, ich verzichte. Nicht das, was man früher in der Fastenzeit systematisch eingetrichtert bekam, dass man das als Wert auch mal wieder für sich erkennt, dass man freiwillig auf Dinge verzichtet, die man leicht und unschwer haben könnte. Auch das gehört zur Demut dazu. Und endlich gehört zur Demut dazu, das, was in Unternehmen, die ich zumindest beraten habe, wie selbstverständlich in die Unternehmenskultur hineingegangen ist, dass Führen eine Dienstleistung ist, eine Dienstleistung an den Mitarbeitern ist, die dem Führenden unmittelbar unterstellt sind. Er muss sich selbst als Dienstleister verstehen. Wenn er sich nicht selbst als Dienstleister versteht, das heißt als Dienender, als Demütiger. Wenn er sich selbst nicht als Dienstleister versteht, ich darf dann Marie-Louise folgen, nicht? Ich werde jetzt 69 und dann leise rieselt schon mal der Kalk.
Wenn er das nicht so versteht, wenn er sich nicht als Dienender versteht, dann ist auch in einer praktischen Wertschöpfungsanalyse in einem Unternehmen nicht sein tatsächlicher Beitrag zur gesamtbetrieblichen Wertschöpfung auszumachen. Nur wenn er dient, und dann kann ich diesen Dienst, den er leistet, auch wertschöpferisch berechnen, einigermaßen. Nicht exakt, aber einigermaßen. Nicht? Und eigentlich sollte ja das Gehalt eines Menschen davon abhängen, wie groß sein Beitrag zur gesamtbetrieblichen Wertschöpfung ist. Und ich meine, das wäre recht nützlich und es wäre auch gerecht. Ein nicht dienen wollender Vorgesetzter hat sicher den Charakterdefekt entweder des Größenwahns oder einer Allmachtsfantasie oder zumindest ist er ein massiver Egoist, der sich in der Nähe eines narzisstischen Neurotikers siedelt. Fassen wir also zusammen. Charakter ist kein Handicap, ist ein Handicap. Charakter ist ein Handicap, dann und genau dann, wenn diese Charakterlosigkeit von einem Menschen getragen wird, der bereit und klar wissend bereit ist, ein Leben aus zweiter Hand zu leben, seine personale Freiheit aufzugeben und sich als Sklave in dieser konkreten Gesellschaft einzufügen, dann ist Charakter ein Handicap. Charakter ist kein Handicap, wenn ein Mensch ein Leben aus erster Hand lebt, nicht bereit ist, seine Freiheit, seine personale Freiheit aufzugeben, also den Willen und Bereitschaft, selbstverantwortet sein Leben zu gestalten. Charakter ist kein Handicap für Menschen, die bereit sind, die einmal verantwortet übernommenen, sittlich verantwortet übernommenen handlungsleitenden Werte in ihrem Leben lebendig zu machen, um sich herum lebendig zu machen. Charakter ist kein Handicap, wenn ein Mensch sich für eine biophile Lebensorientierung entscheidet und als höchste Maxime seines Lebens eben die sieht, dass seine Aufgabe darin besteht, wo auch immer er steht, in Politik, in Wirtschaft, im sozialen, im kulturellen und im privaten Bereich, eigenes und fremdes Leben durch sein Handeln und Entscheiden eher zu mehren als zu mindern. Mir kann kein Mensch weismachen, dass ein solcher Mensch auf die Dauer erfolglos ist. Er mag vielleicht im Beruf nicht den erwünschten und ersehnten Erfolg haben. Er mag vielleicht in einem konkreten Beruf sogar scheitern. Aber eins kann er. Er folgt seinem Stern, weiß, wo es lang geht und weiß vor allen Dingen, wer er ist. Und das ist wichtiger, als einen bestimmten Job zu haben oder eine erträumte Karriere zu machen. Ich danke Ihnen. Nun gut, die Personalpolitik ist sicher die zentrale politische Instanz jedes Unternehmens, denn nur über geeignete Personalauswahl oder Personalpolitik lässt sich überhaupt eine Unternehmenskultur aufbauen. Ich würde jemanden zum Vorstand bestellen und anstellen, der in der eben vorgestellten Weise keinen Charakter hätte. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das von oben her mal eingesehen wird, dass das auch nach unten sich langsam durchsetzt, vorausgesetzt, dass es im Unternehmen kein horizontales Schisma gibt. Das gibt es natürlich in manchen Unternehmen auch. Dass kein Mensch darauf hört, was die da oben sagen, wie das in der Kirche heute so ist. Ich denke, das ist ganz zentral für die Personalpolitik. Nicht? Ich kann, wenn ich einmal jetzt Fiedler, ein Österreicher, der über die Schweiz in die USA vor den Nazis geflohen ist, nennen darf. Er hat ein folgendes Problem untersucht.
Er hat gerade die Frage der Toleranz der Vorgesetzten und damit also auch einen charakterlichen Aspekt untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass de facto in sehr guten und sehr schlechten Zeiten man intolerante Vorgesetzte in diese Positionen bringt in einem Unternehmen. Während in den normalen Unternehmenszeiten meistens tolerante Vorgesetzte bevorzugt werden. Hier sehen Sie, dass in Krisenzeiten, vielleicht auch in Zeiten, in denen es einem Unternehmen besonders gut geht, das zweite Maximum, also das Angstmaximum, angestrebt wird. Ich würde niemals einen Vorgesetzten als Vorgesetzten, soweit ich auf die Personalpolitik eines Unternehmens Einfluss nehmen kann, einen Vorgesetzten als Vorgesetzten akzeptieren, wenn er nicht in der Lage wäre, zum einen sich als Dienstleister versteht und zum zweiten, wenn er einen der eben genannten Charakterfehler in offensichtlicher Weise auch in seinem Führungsstil deutlich werden lässt. Die Unternehmenskultur ist weitgehend in vielen Unternehmen zerbrochen und sie muss auch zerbrechen, wenn sie unter dem Anspruch des Shareholder Value oder sonst irgendwelche Einseitigkeit versteht, die nicht in gleicher Weise die von Ludwig Erhard tatsächlich ja nicht nur aus der Freiburger Schule herkommt, sondern auch ein moralisch, wie schon gesagt, denkender Mensch, ethisch denkender Mensch. Nicht von ihm stammt das große Wort, was mir viel, viel Freude gemacht hat, als ich es hörte. Ein guter Politiker unterscheidet sich von einem schlechten, dass ein guter das tut, was er vor seinem Gewissen für richtig hält und das dann versucht auch einsichtig zu machen und nicht erstmal fragt, was wünschen die Leute und das dann macht. In seiner ersten Legislaturperiode hat er das auch wohl realisiert und auch realisieren können und dürfen. Eine gute Unternehmenskultur, überhaupt eine Unternehmenskultur, setzt also eine Faktorenkultur voraus. Und zwar müssen die Hardwarekulturen, vor allen Dingen die Hardwarefaktoren, hier vor allen Dingen das Kapital, muss auch sicher gerecht bedient werden, unstreitig. Soweit das nach dem Unternehmenserfolg überhaupt, Betriebsergebnis überhaupt möglich ist, muss es gerecht bedient werden. Aber es muss auch der Faktor Arbeit gerecht bedient werden und muss auch gerecht behandelt werden. Deshalb ist Shareholder Value allein gesehen eine mittlere Katastrophe und bedingt eine fundamentale Unternehmensunkultur. Aber auch die Softwarefaktoren, neben Kapital und Arbeit, das sind die Hardware, wie zum Beispiel Kreativität, Innovationsfähigkeit und so etwas, die er hat auch immer unter die Faktoren mitgerechnet hat, gilt es auch im Unternehmen zu kultivieren. Und es geht nicht an, wie manche Großunternehmen, die zu fossilen Systemen erstarrt sind, sich ihre Innovationsunfähigkeit dadurch zu kompensieren versuchen, dass sie kleine Unternehmen mit Innovationsfreude schlucken und auf diese Weise überhaupt wieder in ihren Laden Innovation hineinzubringen versuchen. Auch hier will ich jetzt einzelne Unternehmen nicht nennen. Nicht? Da ist keine Unternehmenskultur mehr da. Wenn Innovationsfreude und Innovationsfähigkeit in einem Unternehmen fehlen, weiß ich ziemlich sicher, dass ich hier wenn ich eine Unternehmenskultur schon reinbringen möchte, einen schweren und bitterschweren Stand und einen langen Gang gehen muss. Stand habe und einen Gang gehen muss. Eigentlich sind alle diese 7 oder 8 genannten Punkte, nehmen wir ruhig den Punkt der hohen Minne noch dazu, sind alles Punkte, die in einer Wurzel gründen und die heißt Biophilie. Wenn ich ernsthaft versuche, mein eigenes und fremdes personales Leben, emotionales, soziales Leben und so weiter und so weiter in allen seinen Dimensionen zu realisieren, dann komme ich in der Ausfaltung auf eben diese genannten Punkte. Das ist eigentlich nur ein einziger. Das sind Ausfaltungen, Darstellungen von Biophilie. Alles, was wir jetzt an positiven Charaktermerkmalen genannt haben. Ich meine, dass das
Ziel jedes Coaching sein sollte, wie eben schon gesagt, da Leben oder Lebensbereiche, wo sie verschüttet sind, wieder freizusetzen. Und das kann ein schmerzhafter Prozess sein, das gebe ich Ihnen zu. Es kann fordern, liebgewordene Einstellungen, etwa wie wir sie eben bei defizitären Charakteren versucht haben zu erkennen, aufzugeben. Und das ist nicht immer leicht, das gebe ich zu. Und es bedeutet mitunter wirklich einen harten Kampf, möchte ich schon sagen, wenn auch nicht ums, es geht hier nicht ums, es geht ums Gewinnen, nicht, und nicht ums Siegen, einen harten Kampf zwischen Therapeuten oder Coacher und dem Gecoachten oder dem Patienten. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch, der einmal sich auf die Bahn, sagen wir, der Biophilie begeben hat, ernsthaft psychisch erkrankt wäre, sondern man kann das Maß der psychischen Gesundung daran erkennen, ob ein Mensch fähig und bereit ist, eigenes und fremdes Leben eher zu entfalten als zu mindern. Das ist, achten Sie darauf, die Begegnung von Psychologie auf der einen Seite und Sittlichkeit auf der anderen Seite, die sich in diesem Punkte treffen. Supervisionieren, glaube ich, bräuchten wir alle. Wir brauchten einen Menschen wenigstens, dem wir so unbedingt vertrauen, dass wir zum Ersten ihm alle unsere Sorgen und Nöte bereit sind, offenzulegen und angstfrei offenzulegen. Und zweitens, der uns auch sagen kann, hier, guck mal, wenn du in der Richtung weiterläufst, dann läufst du irgendwo in die Irre. Dann verfehlst du dein Lebensziel, dann folgst du nicht mehr deinem Stern, sondern irgendwelchen anderen Leuchten, die dir Politik, Wirtschaft oder Kultur oder Soziales, Religion oder was auch immer aufgeredet haben. Ich glaube, dass ein Unternehmen, das, wie Sie beschildert, das innere Beziehungsmanagement nicht kultiviert, dass ein solches Unternehmen massive Nachteile haben wird im Wettbewerb. Das innere Beziehungsmanagement ist sicher auch ethisch gefordert, denn es geht ja um die Aufnahme personaler Beziehungen des Vorgesetzten mit seinen Mitarbeitern, die Begünstigung der Aufnahme personaler Beziehungen im Unternehmen. Das sind alles ethische Prinzipien. Und hier sehen Sie auch sehr leicht, wie das Ethik und Ethik können wir uns nicht leisten oder Moral können wir uns nicht leisten, eines der dümmsten Sprüche sind, die man sich überhaupt denken kann. Wenn dem so ist, dass das innere Beziehungsmanagement langfristig vernachlässigt wird, dann wird das Unternehmen, das allein über Qualität versucht, einen Standard zu halten, vermutlich nicht lange überleben, deshalb, weil die Arbeitsproduktivität absinkt und damit die Kosten zu hoch werden. Ich halte sie nicht unbedingt für die schlimmste. Wir haben sicher in der Geschichte der Bundesrepublik manches andere Tief auch erlebt. Aber es ist die riskanteste. Wir spielen ein Spiel, das hohen Gewinn bringen kann, aber auch hohen Verlust. Und ich glaube, dass gerade in einer solchen Zeit des Risikos Charakter eine wichtige Funktion hat. Und denn nur der Charakter, der Mensch, der bereit ist, auch sein Leben aus erster Hand zu leben, also der charakterfeste Mensch, wird in dieser multioptionalen Situation, die viele Möglichkeiten und viele Alternativen offen lässt, eine finden, die auch dem Unternehmensziel, jetzt auch im ethischen Sinne, nicht nur im ökonomischen Sinne, und beide brauchen sich nicht zu widersprechen, wie eben schon angedeutet, gerecht wird. Ich meine, dass es möglich sein müsste, es zu leben.
Das heißt, die Interessen des Unternehmens gebrochen an den eigenen sittlichen und ethischen moralischen Wertvorstellungen nach innen und außen zu realisieren. Wenn das nicht mehr möglich sein sollte, wenn die Randbedingungen also das nicht zulassen, dann würde ich dieses Unternehmen verlassen. Ich würde mich von dem Unternehmen trennen. Habe ich schon mal gemacht, ja? Ist denn Konsens immer notwendig? Ich denke, an erster Stelle muss es mir genügen, dass ich mein Leben nach meinen Wertvorstellungen, die ich verantwortet übernommen habe, auch für die Entfaltung des Lebens anderer zu leben und organisieren versuche. Das Wort organisieren hört sich ein bisschen technisch an, ist aber nicht technisch gemeint, sondern einzurichten versuche. Und ich weiß, dass ich auch verantwortlich bin für Menschen, die anders denken und die sagen, in dieser konkreten Welt gilt eben halt der Song, du musst ein Schwein sein, in dieser Welt ein Schwein sein. Und dieser, ich habe also nicht wenige Manager gefunden, die mir auch einfach sagten, das halte ich für richtig. Nicht? Bis zum letzten Satz, dann sitze ich dann im Bundestag. Dieses schrecklichen Deals da. Und ich meine, dass hier auch manchmal von Parteien nicht optimal ausgewählt wird, wer in einer Partei aufsteigt, Karriere macht. Ich glaube, dass an der Basis ein sehr gutes Gefühl für Charakter vorhanden ist, sodass unsere Bundestags- und Landtagsabgeordneten durchaus auch nach Charakter bewertet und gewählt werden. Aber das sagt ja nicht aus, wie die innerparteiliche Demokratie dann weiterläuft. Und da glaube ich, oder auch die innerbetriebliche Demokratie, da haben wir auch sowas Ähnliches, also die Aufstiegsstrukturen, die ja meistens auf Konsens der jeweils höheren Strukturen zustande kommen, dass die optimal funktioniert. Ich meine auch hier, ähnlich wie ich es eben gesagt habe, für die Ökonomie gilt es auch für die Politik, dass Personalpolitik das A und O ist, wenn diese Personalpolitik nach klaren, sittlichen und sittlich vertretenen Wertvorstellungen erfolgt. Und das soll nicht heißen, dass man Nieten in hohe Ämter bringt, keineswegs. Das soll aber heißen, dass nur sicher auch fachlich qualifizierte, aber auch sittlich verantwortete Persönlichkeiten in Führungspositionen gehören, gleich wo auch immer. Ihre Sorge verstehe ich und wir befinden uns in diesem Punkt sicher auch an einem, wie schon gesagt, an einem kritischen Punkt, an einem chaostheoretisch würde man sagen, einem Bifurkationspunkt, wo es so oder auch anders laufen kann. Es kann sein, dass die Menge der politischen Entscheidungen und die Menge der ökonomischen Entscheidungen, auch die Menge der sozialen und kulturellen und der privaten Entscheidungen nicht von dem getragen sind, was ich Leben aus erster Hand nenne, sondern dass die Menschen immer mehr in eine Art von Vermassung hineingeraten, die sie dazu zwingt, Leben aus zweiter Hand zu leben. Das ist nicht auszuschließen. Also wir sind in dieser wertlosen, in dem eben eingangs genannten Sinne, in dieser wertlosen Zeit sind wir darauf angewiesen, wenn wir ein Leben aus erster Hand leben wollen, uns selbst Wertorientierungen zu geben und Wertorientierungen zu setzen. Und das sittlich verantwortet. Also die meisten Systemagenten haben einen großen Nachteil. In aktuellen Lebenskrisen, Verlusten von Geld oder Verlust von Beziehungen, Verlust von Macht, Ansehen, Einfluss, also in Verlustkrisen oder auch in Standardkrisen, Mitlebenskrise, Endlebenskrise,
dass Ihnen, auch das habe ich in diesem Raum schon wenigstens zwei oder dreimal gesagt, das So-What-Syndrom wie ein Damoklesschwert über dem Kopf hängt. Ein Schwert, das ihm über den Kopf hängt. Und dass er merkt oder sich die Frage stellt, das soll es also gewesen sein. Das soll es also gewesen sein. Du hast deinem Unternehmen 4 Millionen verdient, 1 Million davon hat das Unternehmen dir dafür ausgezahlt im Laufe der Zeit und das soll es gewesen sein. Dafür sollst du gelebt haben. Das soll sich rentiert haben. Nicht? Dieses Schwert wird dieses So-What-Syndrom, wie wir in der Fachsprache das nennen, das ist bei solchen Systemagenten immer aufzuweisen. Ich kenne keinen einzigen, der nicht früher oder später unter diesem So-What nahezu zusammengebrochen wäre oder dann versucht hat, dieses So-What zum Schweigen zu bringen, dadurch, dass er sich in Süchte, etwa in Arbeitssucht hineinflüchtete. Ja, das ist jetzt eine Frage eines utopischen Entwurfes. Und zwar in dem doppelten Sinne, den Thomas Morris diesem Wort Utopia gegeben hat, nämlich Outopos also und Eutopos. Es wäre ein Gutland und ein oder ein Nichtland. Beide möglichen Chancen sind in jeder Utopie enthalten. Und ich meine, wenn wir das alles tun, was in unseren Kräften steht, in den Stellen, in denen wir im Beruf, im privaten Leben, alles tun, dass wir dann auch realistische Chancen haben, dass unser Tun nicht wirkungslos bleibt und nichts anderes ist von uns erwartet und kann auch von uns erwartet werden, dass wir einem Stern folgend nicht in die Wirkungslosigkeit verschwinden, sondern auch darauf achten, dass unser Handeln, unser dem Stern folgen, Wirkungen hat. Politische, ökonomische, soziale, kulturelle, private Wirkungen hat. Dass es etwas verändert, nicht nur in uns, sondern auch in der Welt um uns herum. Das mögen vielleicht nicht viele Menschen sein. Aber wenn ich mir ernsthaft Mühe gebe, sind es doch vielleicht dann nur so ein Dutzend oder noch mehr. Und wenn das jeder tut, dann haben wir doch schon eine ziemlich starke Macht des Denkens. Und achten Sie darauf, dass Karl Marx, wenn ich ihn mal hier zitieren darf, nicht immer Unrecht hat. Er hat nämlich gesagt, hat einmal eine Idee, die Massen ergriffen, wird sie zur materiellen Gewalt. Aber ich glaube, dass wir nur das bei anderen Menschen erkennen können, was auch bei uns eine Möglichkeit wäre. Und da glaube ich, dass Selbsterkenntnis, so wie wir uns selbst erkennen, sich nicht zu orientieren hat an unserem Idealbild, was wir vielleicht von uns selbst haben, sondern von unseren konkreten Möglichkeiten und Begabungen, die wir zum Allgemeinen und zum individuellen Nutzen verpflichtet sind, zu entfalten, nach dem Biophilie-Prinzip eben schon genannt. Wie hängt das jetzt nun zusammen? Wie sehen mich andere Menschen? Andere Menschen sehen mich alle so, wie nach den Möglichkeiten ihrer Selbsterkenntnis sie mich sehen können. Und das bedeutet, dass in diesem Raum 110, 115 Menschen sind und jeder mich von mir ein anderes Bild hat. Ich hoffe, dass nicht die Mehrzahl ein negatives und schlechtes Bild hat, aber ein anderes haben alle Menschen allemal von mir. Und es kommt nur darauf an, dass die Bilder so ähnlich sind, Selbstbild und Fremdbild, so ähnlich sind, dass wir miteinander kommunikativ umgehen können. Das setzt eine gewisse Annäherung voraus von Selbstbild und Fremdbild. Ja, diese Frage ist sehr berechtigt. Wir haben sehr viele Führungskräfte und sehr wenige Führungspersönlichkeiten. Und eines der schwierigsten Aufgaben, die man hat, ist aus einer Führungskraft eine Führungspersönlichkeit zu machen. Gelingt meistens nicht.
Das ist ja eben auch Ihr Problem da gewesen. Nicht? Kann man aus Kräftensystemagenten, kann man daraus Persönlichkeiten machen. Das ist wiederum eine Frage der Zeit. Also wir befinden uns meiner Meinung nach, wie gesagt, schon an einem Bifurkationspunkt, in dem es in die zunehmende Funktionalisierung gehen kann, bei dem die Führungskräfte das Sagen haben, oder aber auch eine zunehmende Personalisierung gehen kann, wo dann die Führungspersönlichkeiten das Sagen haben werden in Unternehmen in absehbarer Zeit, jetzt natürlich noch nicht. Also ich weiß es nicht, wie es ausgeht. Ja, sollte es sein, nicht? Wenn ein Mensch es nicht tut, seinen Charakter bildet, kommt er mit Sicherheit in psychische, soziale Schwierigkeiten. Ich habe eben schon vom So-What-Syndrom gesprochen, das in beängstigender Weise um sich greift, gerade in leitenden Funktionen in der Wirtschaft. Nicht, dass Menschen plötzlich entdecken, ich bin dabei, mein Leben einem Unternehmen zu opfern und wir leben ja dauerhaftig nicht mehr in der Sklavenhaltergesellschaft, das kann das Unternehmen nicht von mir verlangen. Und dann kommt es natürlich zu einer akuten Krise. Ich gebe zu, Charakter ist ein Werdezustand. Und kein, das setzt allerdings nicht voraus, dass wir auch mal eine Querschnittsanalyse machen können und sollen. Also den Ist-Zustand mal feststellen sollten. Ich persönlich versuche so zu leben, dass ich in dieser multioptionalen Welt, die mir immer neue Optionen stellt und gibt, ja, nicht nur Veranstaltungen auf der Ronneburg, sondern vieles andere an Optionen für mich bereithält und offen hält, dass ich die wähle, die mich meinem Stern am nächsten führt. Also, dass ich sage, was ist denn jetzt nun eigentlich biophiler, wenn du A oder B tust und wenn ich komme zu dem Ergebnis A, dann tue ich A und sage zu B nein. Insofern ist Charakter natürlich jetzt ein nicht unbedingt geradliniges Zugehen auf den Stern, sondern mit manchen Knicken und vielleicht auch Brüchen versehenes und mit Irrtümern unter Umständen auch gespicktes Zugehen auf den eigenen Stern, vielleicht sogar mit Täuschungen versehenes Zugehen auf den eigenen Stern, aber Charakter ist ein evolutiver Prozess, Charakter wird. Was uns aber nicht hindern darf, auch mal über das Charakter ist zu sprechen. Insofern ist das, was ich Ihnen heute gesagt habe, sowohl im negativen wie im positiven Bereich, eine Aufforderung, von dem negativen in den positiven Bereich zu wandern. Wir alle sind irgendwie auch noch im negativen Bereich verhaftet. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir sollten versuchen, aus dem Negativen, aus dem Fehlen von Charakter in den Bereich des Wachsens des Charakters, wenn wir uns schon evolutiv verstehen, hineinzuwandern. Das ist der Sinn des heutigen Tages, diesen Gedanken einmal zu bewegen, wo kann ich unter Umständen meinen Charakter noch weiterentwickeln, nach Vorgabe meiner Begabungen und Veranlagungen, die mir mitgegeben sind, genetisch, zum Teil auch sicher durch Education. Welche Möglichkeiten kann ich hier noch entfalten zu eigenem und fremdem Nutzen? Ich glaube, das ist ein wichtiges, sollte ein Resultat doch sein dieses heutigen Nachmittags.